Jetzt brauchen wir noch zwei andere Sachen, also das mit, eine mit der Animation mache ich gleich. Jetzt brauchen wir nämlich noch eine Platte. Ich lösche mal kurz, drücke wieder Shift C, dann ist der Punkt wieder in Mitte, drücken wir Shift A, machen nochmal eine Platte rein. Dann machen wir R90, Steuerung Z, Shift A, X 90, so dass die Platte so ist. Und jetzt, wenn wir mal kurz die Punkte aus, dann haben wir diesen Punkt. Wenn wir jetzt Shift S drücken, Cursor to Select, ist der Teil da. Wenn wir jetzt hier das auswählen, Shift S drücken, dann können wir hier Selection to Cursor. So. Ich mache die Animation jetzt doch gleich mal. Ich schaue einfach mal kurz, wenn ich die Kamera auswähle, wann ist sie denn unten? Was wollten wir da machen? 130, glaube ich. Ich habe wieder vergessen, die Keyframes zu setzen. Ich bin so blöd. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Ich habe gestern noch mit dem King Pinguin ein Video aufgenommen. Könnt ihr euch auf meinem Let's Play-Kanal anschauen. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. So, jetzt schieben wir das Ganze nochmal nach da hinten. Ja. X 90, so. Shift F, E, so, Enter. Shift F, S, so. Boah, mir fällt aber gerade auf, wir brauchen das Ganze. Ne, erstmal machen wir es so. I, O. Erstmal Enter und dann I, O. Dann ist die Lampe, das Teil hier so. Und jetzt wollte ich, dass die beiden Dinger. Erst als allererstes fliegt das Teil von beiden Seiten so ein, trifft sich in der Mitte und dann klappen die beiden anderen Sachen drauf. Und deswegen klappen die beiden anderen Sachen erst später drauf. Deswegen sagen wir mal 135 fliegen die beiden Sachen von der Seite ein, 140 sind sie eingeflogen, 145 kommen die beiden IO, ein Keyframe. Und 160 sind sie. 100, machen wir 155. Klappen die ein, also irgendwelche R, Y, 90, minus 90 so. Und hier R, Y, minus 90. So, jetzt wissen wir auch, wie groß der Kasten hier sein muss. Nämlich noch ein bisschen kleiner, drücken wir einfach mal. 1, dann 5, haben wir wieder die Ansicht. Machen die einfach mal. Können wir ein bisschen ranzoomen. S, Z für die Höhe. Und dann machen wir einfach ein ganz minimales bisschen größer. So. Steht es ein bisschen über. Oben und unten. Dann verschieben wir es auch ein ganz minimales bisschen nach vorne. So. Sieht aus der Kamera, sieht man das nicht. Aber einfach damit da keine Renderfehler sind, wenn nämlich zwei Flächen genau auf der gleichen Höhe sind, das wäre jetzt der Fall, dann weiß er nicht, welche Fläche er weiter vorne rendern soll. Und dann gibt es so einen ja, kleinen Texturfehler. So. Jetzt wollte ich aber noch was machen. Der Schriftzug ist die ganze Zeit weiter hinten. Ja, obwohl, das mache ich später. Später werde ich dann alle Sachen ein ganz kleines bisschen weiter vorschieben, dass der Schriftzug dahinter ist. Und der kommt dann erst am Ende des Videos wieder vor die ganze Sache davor. Aber jetzt wissen wir ja, wie groß das Teil sein soll. Das heißt, wir können jetzt für das Teil die Animation machen. Mir fällt gerade da unten was auf. Hehe, Tab. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir werden alles nochmal ausdrücken. X. Face ist diesmal ganz wichtig. Z, X, Only Faces, damit der Kranz stehen bleibt. Das da hier braucht man natürlich auch nicht. X, Edges. So. Dann öffnen wir das ganze Teil wieder und drücken F. Wahrscheinlich war der Fehler bei euch gar nicht und ihr musstet da gerade gar nichts machen, aber ich hatte eben vergessen, wahrscheinlich diesen Punkt da unten auszuwählen beim Markieren und deswegen mit A markiert ihr mal alle Objekte. Oder auch alle Punkte hier drin, wenn ihr Tab drückt und A drückt, dann wird alles markiert. So. Weiter geht's.
Jetzt machen wir mit dem Teil genau das gleiche. Also als allererst drücken wir nochmal S. Das Teil brauchen wir nämlich S x so breit. Und das Teil müssen wir wieder in der Mitte halbieren, deswegen drücken wir jetzt Tab. Das hat aber in der Mitte noch keinen Punkt, an dem wir es einfach halbieren können. Deswegen drücken wir Steuerung R. Dann können wir nämlich so einfach so eine Linie, wenn wir jetzt hier einfach mal so auswählen, dass wir den rosa Strich in der Mitte haben, dann Linksklick machen und dann Rechtsklick, dann bleibt er in der Mitte. Dann haben wir genau in der Mitte jetzt eine Unterteilung. Wenn wir jetzt B alles von hier auswählen, jetzt P drücken. Dann haben wir das Ganze wieder in zwei Teile aufgeteilt. Haben wir jetzt nur noch den Teil. Wenn wir Tab drücken, haben wir jetzt zwei Objekte. Der ist da hier und der ist da hier. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch eine Dings. Textur, deswegen machen wir New. Die nehmen wir jetzt mal White. So. Die Farbe ist weiß. Und hier drüben nehmen wir auch die gleiche Textur. White. So. Haben wir hier diesen weißen. Das weiße Teil, was da so reinkommt von beiden Seiten. Das kommt aber noch gar nicht rein. Deswegen wählen wir mal die Kamera aus. Wann ist sie in Position? Hier. Dann wollte ich da die Animation starten. Das heißt, da müssen die beiden Teile auseinander. Also G, X, 10. Nicht ganz. Ich schaue einfach mal. 0. Gx, das sind etwa 4, machen wir 4 so. Gx minus 4 hier drüben, so, dann sind die beide draußen. Dann wählen wir wieder beide aus, machen i. Jetzt reicht nur die Position aus, wir drehen das Ganze ja nicht. Dann gehen wir nach Bild 40, da wollte ich das glaube ich machen. Dann gx 4 beim linken. Und hier drüben gx minus 4. So, dann sind die beiden wieder hier in der Mitte. Wenn wir beide aus, drücken I und L. Wenn wir jetzt ab hier die Animation abspielen, dann sieht das Ganze so aus. Boing. Knallen die in der Mitte zusammen. Und die andere Animation habe ich wieder vergessen. Ich glaube, dann gebe ich dem Ganzen sogar ein bisschen mehr Zeit. Drücken wir einfach die beiden wieder aus, drücken Alt, I, dann Delete Keyframes, dann haben die keine Keyframes mehr, also oder unsere ganzen anderen Objekte immer noch, aber die beiden halt nicht mehr. Dann wählen wir wieder beide aus und gehen einfach mal nach Bild 55. Machen hier wieder minus 4. Ah, Mist. Genau, es gibt nämlich mehrere Ebenen. Wir können zwischen den Ebenen herumspielen. So, 5, 4, 3, 2, 1 mit den Nummern in der Leiste hier oben. Nummern über der Tastatur. Und mit dem Numpad sind eben die Ansichten, von welcher Richtung man schaut. Und deswegen müssen wir erstmal G und X und dann können wir minus 4 eingeben. Da drüben auch G, X und 4. So, dann sind die beiden auch in der Mitte wieder zusammen. Jetzt wählen wir beide aus, machen I, L. Jetzt sieht das Ganze auch nicht ganz so rasant aus. Boing. In der Animation läuft das Ganze schließlich dann flüssiger. Das liegt ja nur gerade daran, weil es mit den Partikeln noch so ein bisschen überfordert ist. Es läuft bei der Animation endgültig dann flüssiger. So, bei Bild 50, bekommen die beiden mal ihr Außen-Keyframe, also I. R für die Rotation. Und dann sagen wir, kriegen die bis Bild 160 Zeit in die Mitte zu drehen. Also R, Y, 90, minus. So. Und R, Y, minus 90. So. Und dann wählen wir wieder beide aus, drücken I und R. So. Dann wäre das geschafft. Die klappen jetzt auch da. Erst wupp, wupp. Jetzt fehlt noch ein was, der Rand. Und danach mache ich noch was. Ich werde den King Pinguin nach da rechts schieben, das ganze Teil
bisschen kleiner machen und die Zahlen nach da unten schieben und weiß machen. Das ist dann der nächste Schritt. Als allererstes fügen wir jetzt hier also einen neuen Kreis hinzu. So. Den löschen wir nochmal. Die sind, ich gehe jetzt einfach mal über dieses Scale. Da steht ja eine Zahl, drücke Steuerung C. Wir müssen gar nicht auswählen, wir können einfach drüber bleiben, Steuerung C drücken. Haben wir den da hier im Zwischenspeicher. Wenn wir jetzt Shift C drücken, damit der Punkt wieder in der Mitte ist, Steuerung A. Shift A. Ja, Shift A. Dann Circle. Wenn wir jetzt hier über die Scales gehen und überall das einwählen, dann ist dieser Kreis genauso groß wie der andere. Wenn wir jetzt Rx 90 machen, dann ist er so. Den müssten wir natürlich noch ein Stück nach oben schieben. Shift S, Cursor to selected, dann ist der Cursor wieder da. Dann wählen wir diesen Kreis da oben aus. Und Shift S, Selection to Cursor. Da haben wir den Kreis auf der Höhe. So. Dieser Kreis ist jetzt ein bisschen schwieriger. Der soll ja so sein. Dieser Außenkreis hier. So. Und deswegen bewegen wir den mal ein bisschen vor unsere ganze Sache. Also G, Y und bewegen ihn mal so. Machen noch mal ein bisschen größer. So. Brauchen wir das Ganze rum ja so ein Teil. Dazu drücken wir jetzt E. Erstmal Tab, damit wir in den Bearbeitungsmodus kommen. Dann E. Ja, aber ich habe gerade die Fläche ausgewählt. So, das hier. Irgendwas anderes, das da oder das da. Drücken wir E. Dann bekommen wir das da hier. Dann drücken wir mal Y und schieben das einfach mal ein bisschen zurück. So. Auf Steuerung A. Und jetzt wählen wir Flächen aus. Und dann machen wir hier Vertex Normals. Und machen das Ganze ein bisschen so. So. Dann haben wir den Kreis so. Und dann machen wir noch was. Mit Steuerung R. Können wir genauso hier so ein Teil hinzufügen. So. Und das bewegen wir jetzt einfach mal ein Stückchen nach vorne, dass wir hier so eine kleine Ausbeulung haben. So, wenn wir jetzt Tab drücken, sieht das noch nicht ganz so aus wie das, was wir später haben wollen. Wenn wir Smooth drücken, schon eher. Und dann drücke ich hier drauf, mache Add Modifier. Und dann nehmen wir uns einfach hier den Subdivision Surface. Und dann kriegen wir einen wunderschönen, zumindest auf der Vorderseite, runden Kreis außenrum. So, den können wir auch gar nicht sehen. Wir müssen mal die Kamera noch ein bisschen zurückzoomen. Gleich. Also schauen wir, hier ist die Animation fertig. Das heißt, wir wählen die Kamera aus, machen I, L und Reposition. Und die Kamera schieben wir einfach bis hier. G, Y, war ein bisschen zurück. Jetzt den ganzen Kreis sehen. Jetzt ist wieder sehr viel außen rum, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Ich denke, den Hintergrund mache ich weiß dann. Nein, weiß ist schlecht. Dann sehen wir ja gar nicht, wie diese weißen Teile da von links und rechts einfliegen. Muss irgendeine andere Farbe sein. Ein helles Grau könnte ich machen. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder wir lassen sogar die Farbe hier einfach. Eine Standard-Hintergrundfarbe. Vielleicht machen wir auch einfach schwarz. Das weiß ich noch nicht. So. Kamera. Da müssen wir wieder I und L drücken, damit die auch hinten bleibt. Dum, dum, dum. So.